Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde des modernen Lebens, zu einem neuen kleinen Video von mir für euch. Nun, heute geht es ausnahmsweise mal nicht um was Technisches und ich habe das Gefühl, dass allein das schon dafür reicht, dass der Algorithmus heute nicht allzu gnädig mit mir sein wird und dieses Video für meine Verhältnisse wahrscheinlich floppen wird. Aber naja, was soll's. Manchmal muss man auch 23,7 Grad sein lassen und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Heute soll es um Sachen gehen, die uns prinzipiell durchs ganze Jahr begleiten, aber eigentlich so zum Ende des Jahres nochmal so richtig an Präsenz gewinnen und deswegen fangen wir auch sofort an. Los geht's! Ich bin ja ganz ehrlich, wären meine Mittel unbegrenzt, so wäre ich sicherlich bekannt als treibende Kraft bezüglich des wirtschaftlichen Wachstums der kompletten Technikbranche. Leider sind sie das nicht und bin ich das nicht. Und so kam es in den letzten Tagen eigentlich vor, dass mich regelmäßig Leute aus meinem direkten und indirekten Umfeld gefragt haben: Und? Was hast du auf deine Black Friday Einkaufsliste gepackt? Und jetzt, da Black Friday vorbei ist? Und? Wo hast du zugeschlagen? Und für alle, die Black Friday nicht kennen, ersetzen wir das. Jeder kennt Black Friday und ich brauchte eigentlich nur eine Überleitung. Jedes Jahr aufs Neue reiben sich große Versand- und Verkaufsunternehmen die Hände euphorisch blutig, wenn es darum geht, direkt nach der Auszahlung des Weihnachtsgeldes Rekordumsätze einzufahren. Und einfach jeder ist dabei. Von A wie Apple und Amazon bis hin zu Z wie Zalando, sorry, keine besseren Beispiele gefunden, möchte sich einfach jeder am lukrativen Endjahresgeschäft beteiligen. Wo es das ganze restliche Jahr eigentlich eher so wirkt, als wenn eben diese eigentlich nur eine Angel in irgendeinen Tümpel werfen, um zu hoffen, dass einfach mal irgendwann irgendein Fisch anbeißt, ist das Endjahresgeschäft ungefähr so damit zu vergleichen, wie als wenn man eine Hochspannungsleitung in ein Forellenzuchtbecken hält. Vermeintliche Rabatt- und Sonderaktionen treiben den Umsatz in eben dieser kurzen Zeit so unnatürlich hoch, dass das restliche Jahr schon fast wie vergessen wirkt. Und wenn man das Ganze dann noch mit der Kirsche garniert, dass all diese Angebote wirklich nur zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, stimuliert wirklich alle Hirnareale. Großhirn, Kleinhirn, Stammhirn, Fluchwort. Wie auch immer, alle wollen zum richtigen Zeitpunkt zugreifen, um das beste Angebot abzugreifen. Denn dafür ist Black Friday ja bekannt. Nur einen einzigen Tag, an dem wirklich alles eskalieren kann. Außer es ist Black Week. Und auch wenn dieses Jahr meine Black Friday Einkaufsliste wirklich komplett leer blieb, muss ich sagen, dass ich in der Regel für diesen beliebiges Fluchwort recht anfällig bin. Kennt ihr diese Leute, meistens Rentner, die beim Herausgehen aus dem Aldi immer nochmal den Kassenbon studieren, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass sich nicht vielleicht doch ein kleiner Fehler eingeschlichen hat? Und wie es der Zufall so will, stehen immer wieder die gleichen Leute ein zweites Mal an der Kasse und halten minutenlang den Betrieb auf, wenn es darum geht, die furchtbar fies unterschlagenen Centbeträge wieder einzufordern. Und alles das immer mit dem gleichen Zitat: Es sind nur ein paar Cent, aber am Ende macht's ja dann doch die Masse. Was auch immer diese Leute zu viel haben, ich hab's einfach zu wenig. Ich bin nicht wirklich schlecht darin, Geld beiseite zu schaffen, außer dieses Jahr lief alles irgendwie ein kleines bisschen anders. Aber wenn es darum geht, Geld beim Einkaufen zu sparen oder auch darauf zu achten, ob ich wirklich das Richtige gezahlt habe, ist es schwierig. Nicht umsonst endet jeder Einkauf bei mir beim Edeka oder sonst noch was. Nein, können Sie den Bon für mich wegwerfen? Beim Einkaufen, oder nennen wir es besser Shopping, weil ich spreche jetzt nicht von Kartoffeln und Bananen, sondern wirklich beim Einkauf von irgendwelchen elektronischen Sachen oder irgendwelchen anderen Geschenken, ist bei mir jeder Aufwand noch zu viel. Erstes Beispiel: das Haus verlassen. Ein Hoch auf die Versandhäuser und in stillen Gedenken für die lokale Wirtschaft. Zweitens, Benutzerkonten. Wenn schon nicht der Button besteht, als Gast vorfahren, dann ist das für mich ein Ausschlusskriterium. Ich habe einfach keinen Bock auf ein weiteres Nutzerkonto, noch irgendwelche Anmeldedaten, irgendein komischer Accountname, wie zum Beispiel Manoa 1234, weil es offensichtlich schon 1233 andere Manoas gibt, und ein weiteres Passwort, entweder in meinem Kopf oder wahrscheinlicher in meinem iTunes-Schlüsselbund. Und noch viel schlimmer, neuer Spam. Eine Bestellung bei fliegenfischer.de und schon weiß ich in Echtzeit, was gerade in der Welt der Fischfiletierer so los ist. Das war schon die dritte Angelmetapher heute. Drittens, Überweisungen. Warum weiß eigentlich brathering.de noch immer nichts vom PayPal? Elon Musk, bitte hör endlich auf, sinnlos in der Welt herumzubohren und kümmere dich um die wichtigen Sachen. Und Nummer 4, was heute perfekt ins Thema passt, zeitliche Angebote. Und hier ist es vollkommen egal, was es ist. Einerseits die unschlagbaren Wochenendangebote, welche schon am Montag des Vormonats angekündigt werden, oder die blanke Tatsache, dass manchmal manche Sachen nach den Angeboten noch günstiger werden, helfen mir leider nicht vor folgender Situation. Ich sehe irgendwas, was ich brauche oder will oder beides, und folglich bin ich Passagier in meinem eigenen Körper. Da liegt's auch schon im Einkaufswagen. Kennt ihr das, wenn ihr an einem Abend mal so richtig eingebechert habt und am nächsten Tag im Prinzip keine Erinnerung mehr da ist, sondern nur noch Kopfschmerzen und die Gewissheit, dass der letzte Abend weder schlau noch konstruktiv war? Bei mir ist es dann aber nach einem Abend auf Amazon oder Apple.com nicht der nächste Morgen, sondern der 15. des Folgemonats und die Mastercard-Abrechnung, welche mir im Prinzip die gleiche Frage ins Gedächtnis rufen wie nach einem Saufabend. Was zum Fluchwort ist passiert? In diesem Sinne möchte ich das Thema mit folgenden Worten beenden. Seid
schlauer als ich. Kauft eure Sachen nicht an irgendwelchen Rabattwochenenden. Nutzt diese Vergleichsportale statt immer nur den einfachen Weg zu gehen, denn Amazon ist nicht wirklich das günstigste. Und hinterfragt euch wirklich, was ihr braucht und was ihr wirklich nur wollt. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem etwas losgelösten Thema von meinem ganz normalen Tonus trotzdem ein kleines bisschen unterhalten konnte und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wahrscheinlich dann wieder mit einem etwas technisch orientierteren Thema. Wenn ich ehrlich bin, sollte dieses Video am Ende noch eine kleine Wendung nehmen. Aber ich habe mich dagegen entschieden, denn ich habe festgestellt, dass manche Themen einfach ein kleines bisschen zu groß und ein kleines bisschen zu heikel sind, dass nicht noch der kleine Dorf-YouTuber mit einer kleinen Technikvorliebe sich überall einmischen sollte. Naja, wieder was gelernt. Ich wünsche euch nun einen wunderschönen Start in die neue Woche. Lasst euch bitte gut gehen, bleibt gesund und bleibt so gut es geht zu Hause. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, beste Grüße von der grünen Wiese, euer Manoah.